Mein Name ist Tobi Mitschke, ich bin einer der Gründer und der Geschäftsführer von Augmented Robotics. Neben mir sitzt Patrick Bethke, der CIO, verantwortlich für unsere Softwareentwicklung, und Herr Evgeny Melan, unser CTO, verantwortlich für den Hardwarebereich. Bei Augmented Robotics, das sind ursprünglich wir drei Gründer gewesen, aus dem Raumfahrtbereich und Mathematikbereich. Mittlerweile sind wir stark gewachsen zu einem 16-köpfigen Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Spielwarenindustrie disruptiv anzugehen und da sozusagen eine kleine Revolution zu starten. Das machen wir mit einer neuen Technologie aus dem Deep Tech-Bereich zusammen mit unseren Partnern. Wir haben uns vor 5 Jahren bei einem Raumfahrtprojekt an der Uni kennengelernt. Dort haben wir eine studentische Rakete zusammengebaut und sie dann in Schweden am Polarkreis gestartet. Und das war ein voller Erfolg. Wir haben sogar den studentischen Höhenrekord damals gebrochen. Wir waren 2018 bei der Preisverleihung des Deep Tech Awards und damals fanden wir das klasse, dass so Hochtechnologie belohnt wird und dachten uns, da sollten wir uns auch bewerben, und jetzt sind wir hier. Wir verbinden reale Spielwaren mit virtuellen Computerspielen und machen so fantastische Welten erlebbar. Das Ganze machen wir mit Augmented Reality und künstlicher Intelligenz, indem wir eine virtuelle Welt um reale, bereits verfügbare Spielwaren herum projizieren. Und die Spielware ist immer noch der Protagonist innerhalb dieser virtuellen Welt und kann mit diesen virtuellen Gegenständen interagieren. Unsere Hardware heißt RoboHard. Diese Hardware gibt es entweder als ein Modul, das auf existierende Spielwaren platziert werden kann und diese dann digitalisiert, oder auch als Einbauvariante für neue Spielwaren. Wir haben uns während des Studiums mit relativ viel unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Und da war dann auch das Spielen mit Drohnen dabei. Und dabei haben wir uns vorgestellt, es wäre doch lustig, wenn man jetzt mit diesen Drohnen auch wirklich Videospiele spielen könnte. Und dann haben wir festgestellt, das sollte eigentlich möglich sein, und haben angefangen, das auszuprobieren selber. Und da sind wir ziemlich schnell drauf gekommen, dass, wenn man so Prototypen baut, das sinnvoller ist, wenn die nicht rumfliegen und dann runterfallen können. Und dann haben wir das Ganze für fernsteuerbare Spielautos gemacht. Berlin als Deep Tech Standort hat viele Vorteile. Das sind zum Beispiel die 3 Exzellenz-Unis. Dort sind oft brillante Köpfe anzutreffen. Und gerade die lassen sich für unsere Technologie begeistern und wollen auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Auch sonst unterstützt uns das Land Berlin sehr gut mit vielen Förderprogrammen und bietet generell eine sehr innovative Struktur, ein innovatives Ökosystem. Ich persönlich finde, dass gerade die Covid-19-Pandemie dabei geholfen hat, digitale Entwicklung voranzutreiben, sei es zum Beispiel im Onlinehandel, Online-Banking, Telemedizin, aber auch insbesondere im Gaming-Bereich. Gaming genießt gerade den besten Ruf überhaupt. Zum Beispiel hat auch die WHO empfohlen, zu Hause Spiele zu spielen als Gegenmaßnahme gegen Lockdown-Symptome und gegen Social-Distancing-Symptome. Aktuell arbeiten wir an 2 Bereichen. Das eine ist unsere E-Commerce-Plattform RoboGo, diese Spielesammlung. Und als zweites arbeiten wir daran, dass die Indoor-Positionsbestimmung, also sprich die künstliche Intelligenz, die bestimmt, wo sich die Spielwaren im Raum befindet, noch viel, viel besser wird, als sie jetzt schon ist. Genau, und darauf kann man sich dann freuen, wenn durch unsere B2B-Partner die ersten Produkte hoffentlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen.